Als nächstes geht es nun an die Ressourcen. Irgendwer muss ja die Aufgaben machen und wir wollen nun einzelne Ressourcen den Vorgängen zuordnen. Das kann man wieder über unterschiedliche Wege machen. Wir können entweder hier oben in der Funktionsleiste auf das Ressourcen-Icon klicken und eine neue Ressource hinzufügen. Die nennen wir dann beispielsweise Mickey Mouse. Und jetzt können wir sagen, Einladungslisten erstellen, klicken wir drauf, klicken auf Zuweisen und fertig, Mickey Mouse darf nun die Einladungsliste erstellen. Wichtige Info vorab, die Ressourcen werden immer der gesamten Hierarchie zugeordnet. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise das gesamte Gästemanagement nehme und dies Mickey Mouse zuweise, dann werden sämtliche untergeordneten Aufgaben Mickey Mouse ebenfalls zugewiesen. Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe, das heißt beispielsweise der Vorbereitungsphase Mickey Mouse zuordne, dann würde sämtlichen Gruppen, sämtlichen Vorgängen Mickey Mouse eben zugewiesen werden. Und jetzt habe ich oft genug Mickey Mouse gesagt, wir wollen uns auch noch eine weitere Ressource anlegen. Das machen wir jetzt über einen anderen Weg, und zwar klicken wir auf die Ressourcenansicht. Das kann man entweder über das Ressourcenfenster machen oder wir gehen hier vom Strukturplan auf Ressourcen und auch hier wieder auf Eingabe. Und schon funktioniert unser Arbeitsumfeld wie in allen anderen Ansichten auch, dass ich einfach über Command N neue Ressourcen anlegen kann. Ich kann über das Plus-Icon gehen. Alle Wege führen nach oben. Und an dieser Stelle brauchen wir nur eine weitere. Und zwar wollen wir Goofy anlegen. In dieser Ansicht, bevor wir wieder zurückwechseln, können wir eben auch den Typ der Ressource nochmal neu definieren, weil wir haben möglicherweise nicht nur Personen, die in dem Projekt involviert sind, sondern auch andere Arten, zum Beispiel Materialien, andere Firmen oder Ausrüstung. Wenn wir zum Beispiel auf dem Bau sind, dann könnte es sein, dass ein Bagger beispielsweise für unterschiedliche Aufgaben genutzt wird und wir sicherstellen wollen, dass dieser Bagger für unseren Vorgang zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und deswegen ergibt es Sinn, hier auch noch andere Ressourcen mit einzufügen und in den Vorgängen zu erwähnen. Die nächste Möglichkeit, wie wir nun eine Ressource an unsere einzelnen Vorgänge anhängen können, ist, indem wir wieder in das Ressourcenfenster gehen. Dieses können wir auch hier abziehen und nun haben wir ein zweites Fenster, was stets über Merlin selbst drüber steht. Jetzt können wir hier über Drag and Drop wieder arbeiten, indem wir sagen, Planung von Standortbesichtigung geht an Mickey. Goofy darf da ebenfalls mithelfen und Sie sehen auch schon, dass die Arbeit auf die beiden Personen aufgeteilt wird. Das heißt, während vorher die Arbeit selbst 3 Tage betrifft, können wir sie in der halben Zeit, in 1,5 Tagen nun bewältigen, weil 2 Personen sich gleichzeitig darum kümmern. Zum Abschluss noch ein kurzer Tipp, und zwar können Sie auch aus Ihren Kontakten, aus Ihrem Adressbuch, Kontakte in das Projekt integrieren. Dafür gehen wir jetzt beispielsweise wieder in die Ressourcen, sehen nun, okay, wir haben hier ein paar Ressourcen angelegt bereits. Diese ziehen wir nun ganz einfach mit der Visitenkarte hier rüber. Und schon haben wir Brad Cohen in diesem Fall mit Bild und mit sämtlichen weiteren Informationen, die eben hinterlegt werden, in diesem Fenster mit enthalten. Wenn wir nun sagen, wir wollen weitere Inhalte zu dieser Person anlegen, können wir hier über das Icon gehen und sehen nun den Kontakt im Adressbuch wieder. Das nur kurz am Rande als kleiner Tipp für bestehende Projekte, für bestehende Infrastrukturen.